Ja, und ich glaube immer, wenn man irgendwann mal verstanden hat, dass alles, was man tut, eine Konsequenz hat und dann im Endeffekt auch wieder auf einen zurückstrahlt und auf einen zurückzukommt, dann ändert sich natürlich in der Denkweise ganz, ganz viel. Und ich glaube, das verleben wir schon auch so. Wir machen trotzdem ganz viele Fehler. Also, und haben auch sehr viele Auseinandersetzungen. Da geht es dann auch mal hoch her. Aber im Großen und Ganzen haben wir halt diesen verbindenden Punkt und glaube ich schon auch alles das Gefühl, da steht so nicht schon ganz schön im Zentrum in unserem Leben. Und dass wir Arbeit eben nicht als etwas begreifen, was nach 17 Uhr abgeschlossen ist, sondern was, ja, was uns einfach durchs Leben dann auch trägt und voller Freude auch trägt. Ich glaube, das ist ein ganz anderer und neuer Begriff von Selbstverwirklichung. Es ist eben nicht Selbstverwirklichung, indem man auf sich schaut die ganze Zeit, sondern eigentlich ein Geschenk, dass man so ein tolles Unternehmen hat, dass in dem man etwas verwirklichen kann und in dem man dann eigentlich sich selbst erst finden kann. Ich habe gerade letztens die Frage gestellt bekommen, zum Thema Selbstverwirklichung und ich habe gedacht, ich wäre zu gar nichts gekommen, wenn ich das gesucht hätte, was ich jetzt hier gefunden habe. Also das hätte ich jetzt, hätte gar keinen Kurs und keinen Selbstverwirklichungskurs, keinen Yogakurs und kein Programm gegeben, um das mir zu bieten, was ich gefunden habe, indem ich hier alles Mögliche durchlitten habe und mich hier reingestellt habe und versucht habe, irgendwie der Beste zu sein, der ich sein kann in Sonett mit all den Fehlern, die ich habe. Und mich da drin und da dran zu entwickeln mit den Kolleginnen und Kollegen.